Ja, das war eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Fragen und Kommentaren. Die erste, die ging gleich in eine Richtung, dass man einen eigenen Vortrag halten müsste, wo es nämlich, ja, selbstverständlich darauf abgehoben, auf spezifische Aspekte des Endes von Weimar. Nicht so muss ich die Frage einengen. Und Sie haben manches als Thesen gebracht, die nicht so ganz mit der damaligen Wirklichkeit übereinstimmen. Sie vergessen eins völlig, was das für eine Desillusionierung, eine Desmotivation von Menschenmassen war, angesichts einer wirklichen Massenarbeitslosigkeit, wo nicht die geringste Chance bestand, sowas zu bekommen. Das trübt die ganze Stimmung. Okay, das trübt die ganze Stimmung. Und wenn man genaue Untersuchungen anstellt, weiß man, ja, die Parteiaktivisten haben gesagt, wir können was auf die Reihe sprechen, wir können dem widerstehen. Das war nicht, man war sich bewusst, man hat keine Mehrheit hinter sich. Und jetzt kommen zwei andere Punkte hinzu. Die Nationalsozialisten beherrschten mittlerweile über Preußen, seit dem Preußenschlag von 30, die preußische Polizei, sie konnten die einsetzen. Der zweite Punkt war, dass man selbst bei einem versuchten Massenstreik damit gerechnet hat, dass die Reichswehr auch mit militärischer Gewalt dagegen eingreifen würde. Das war realistisch, trifft den Punkt. Der dritte, wo ich Kritik anüben würde, das betrifft generell das Verständnis von Demokratie. Es war damals gerade in den Demokraten und Sozialisten ein formales Demokratieverständnis. Das heißt, wenn die anderen auf einmal die Mehrheit bekommen, haben wir keine Legitimation. Wir müssen uns klar sein, dass man Demokratie nicht nur nach der Zahl bestimmen kann, sondern dass sie gleichzeitig verkoppelt ist mit einigen Grundprinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenwürde und des Menschenrechts. Also auf diese Veränderung zu einer qualitativen Demokratie legt großen Wert. Ich will auch eins sagen, es ist eine der großen Leistungen in Polen, nach dem ganzen Umbruch, dass man hier wirklich Rechtsstaatlichkeit geschaffen hat. Das unterscheidet Polen auch von manchen anderen Staaten, die früher dem sowjetischen Imperium angehörten. So, was Sie anschnitten mit der SPD, Linke und Grüne, hört sich im ersten Moment ganz ordentlich an. Das Problem ist aber, denke ich, bisher vor allen Dingen in außenpolitischen Fragen, dass die Linke da sehr in sich gespalten ist und da sehr utopische Vorstellungen herrschen, also um Gottes Willen, Militär braucht nichts, NATO braucht man nichts und sonst was. Das ist eine sehr naive Vorstellung. Deswegen zeigen sie auch eins ab, dass auf lokaler und Länderebene es durchaus Kooperationen gibt, bis jetzt ja sogar die von einem linken Ramelow geführte Landesregierung in Thüringen. Wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass dieses sowas aber zu einer Belebung von sozialen und wirtschaftlichen Anliegen führt, halte ich für absolut illusorisch. Vom wirtschaftlichen Anliegen, die werden durch was anderes bestimmt. Und da ist wichtig, dass man manchmal eine Reformpolitik gemacht hat. Die fordert harte Einschnitte, aber gibt wieder Chancen für die Zukunft. Und ich denke, die soziale Thematik wird bei uns doch genügend betont, weil sich die CDU unter Angela Merkel diese Blöße auch nicht geben lässt. Nun zur Frage der ganzen Flüchtlinge. Erstens muss man sich darüber klar sein, das sind sehr unterschiedliche Bewegungen. Wir haben auf der einen Seite politische Flüchtlinge, die aus Bürgerkriegsländern fliehen, von Somalia, von Syrien, aus Libyen. Wir haben welche, die aus solchen Failed States fliehen, wie aus Somali. Dann haben wir eine andere Bewegung, das sind eher Immigranten vom Westbalkan, die hoffen, irgendwo vernünftige Arbeit zu bekommen. Dann der dritte Strom von Afrika, das sind Menschen, die auf irgendeine bessere Zukunftsperspektive hoffen. Das kann man nicht alles abblocken. Und es gibt noch eine vierte Strömung, die kommt aus den südeuropäischen Ländern. Das ist eine Tragik für diese Länder, weil es die gut Ausgebildeten sind,
die nach Mitteleuropa gehen, weil sie irgendwie Hoffnung haben, die bekommen auch schnell einen Arbeitsplatz, wenn sie bloß ein bisschen die Sprache lernen. Aber sie fehlen als aktives Element später in ihren Ländern. Also das ist sehr zweischneidig und sehr problematisch. Und deswegen würde ich das Ganze immer sehr differenziert betrachten. Und in der Sozialdemokratie geht manchmal die Aussage auseinander, das hängt dann wieder davon ab, in welcher Position jemand ist. Wenn einer Bürgermeister ist, der sieht vor allen Dingen die Probleme, die auf einmal Unterkünfte schaffen sollen für diese ganzen Flüchtlinge. Insofern werden eher negative Elemente betont. Aber ich würde eins sagen, dass in der großen Linie doch ein ungeheures Maß von aktiver Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ausgibt. Und gerade gegenüber diesen Bürgerkriegsflüchtlingen. Mit dem Finanzkapitalismus, das ist theoretisch einfach, dass wir es in den Griff bekommen müssen. Von der Börsenumsatzsteuer und Ähnlichem angefangen. Eigentlich seit Jahren. Aber dagegen sprechen natürlich manche Eigeninteresse. Und hier kommen wir wirklich zu einem. Deswegen habe ich vorhin ein bisschen Wert auch darauf gelegt, dass sich diese, nennen wir es soziale Demokratie, im Europa, im europäischen Verständnis von dieser liberalen Demokratie in den USA unterscheidet. Das sind eben die beiden Länder, die meinen, dass sie den größten Profit davon haben. Da gehört Großbritannien auch dazu. Weil sie die ganze Industrie haben verkommen lassen und versucht haben, nur Finanzkapital anzuziehen und davon leben sie jetzt und sind total darauf angewiesen. Deswegen können sie in großem Maße die Politik damit zu bestimmen. Noch ein letztes zur Frage, zu sehr Freiheit betont und Gleichheit und Brüderlichkeit weniger. Nein, ich würde sagen, in der ganzen sozialistischen Bewegung war immer sehr stark die Betonung mehr auf Gleichheit und Gerechtigkeit. Es gab ein Problem, und das ist hier bei Herrn Lassalle auch ein bisschen zu verorten. Da wird es nämlich etwas schwieriger mit der Freiheit. Das war ein Kernproblem des 19. Jahrhunderts in den meisten sozialistischen Bewegungen, dass sie Freiheit nicht definiert haben als ein Recht eines einzelnen Individuums, sondern es glaubt, es geht um die Freiheit der Klasse und wenn die realisiert wird, tritt die Freiheit automatisch ein. Es gibt wunderschöne Publikationen bei Bibel, die Frau und der Sozialismus, das war so ein Panoramagemälde von der Zukunft. Ja, wir brauchen gar keine verschiedenen Bleistifte mehr. Die Produktion ist einfach, wenn es nur eine Sorte gibt. Oder die Menschen werden es einsehen, dass sie nicht mehr zu Hause kochen. Denn die Segnungen der gesellschaftlichen Küche sind für alle so einleuchtend, dass sie sowas nur noch haben wollen. Das entspricht eben nicht dem Drang und dem Wunsch der Menschen. Und das war ein langer Prozess, davon wegzukommen, im theoretischen von diesem Ansatz Freiheit der Klasse zu dem zu kommen, es geht um individuelle Menschenrechte und diese sind Einzelrechte und dieses muss man dann auch sozusagen auf die politische Agenda im Theoretischen heben.